Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dass ich diesen Satz in diesem Jahr noch einmal sage, hätte ich nicht gedacht. Das letzte Hauptvideo auf diesem Kanal ist einfach über ein Jahr her. Und es kommt mir doch so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Während hier Tote Hose war, ist in meinem Leben da draußen eine Menge, wirklich eine Menge passiert. Das alles hier jetzt zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Aber ihr profitiert davon. Zückt eure Kalender, euch erwarten ein paar coole Videos im Dezember. Angefangen mit dem Video von letzter Woche, dem heutigen Video, plus nächste Woche Samstag, dem 16. um 18 Uhr erwartet euch ein Video, dann pünktlich zu Weihnachten am 24. um 15 Uhr erwartet euch ein Video und um 0 Uhr am 1.1.2024 erwartet euch auch ein Video. Die aufmerksamen Zuschauer haben das vielleicht schon gesehen, dieses Video, Silvester St. Gor, das ist einfach seit einem halben Jahr als Premiere auf meinem Kanal, also ja, das ist einfach schon Ewigkeiten fertig und wartet nur darauf, dass ihr es am 1. Januar schaut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das so bei euch ankommt. Und da lernt ihr dann auch direkt jemanden kennen, der euch im darauffolgenden Jahr hoffentlich mehr begleiten wird, weil es dann eine Serie geben wird, aber mehr sage ich dazu noch nicht. Aber ich denke, die meisten von euch können sich schon denken, um was es da geht. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts davon zu verpassen. Jetzt wird's cringe. Grundsätzlich kann ich es empfehlen, auf meinem Insta-Profil vorbeizuschauen. Dort heiße ich auch einfach Aaron Welch, um auch über YouTube hinaus informiert zu sein. Da kommen auch regelmäßig Posts und Stories und da seht ihr auch den ganzen anderen Kram, den ich noch so in meinem Leben mache. Link dazu in der Beschreibung. Letzte Woche Samstag ist auf diesem Kanal ein für manche vielleicht etwas verwirrendes Video erschienen. Der Flusslauf. Das ist ein etwas gesellschaftskritisches Video und thematisiert die Problematik von Mobbing. Bisher kamen auf diesem Kanal ja noch nicht so politisch angehauchte Videos. Das könnte sich bald ändern. Nein, also ich plane jetzt nicht zum Meinungsblogger zu werden, behalte mir aber vor, auch mal solche Videos zu machen, da es in den aktuellen Zeiten einfach manchmal notwendig ist. Aber wie kam es zu diesem Video? Wie gesagt, 2023 ist super viel passiert. Unter anderem war ich auch 2 Monate in Südamerika. Und hier beginnt unsere heutige Geschichte. El primer semestre recibimos un total de 19 estudiantes de intercambio de Alemania, experiencia que ya es tradición en nuestro colegio. Esta vivencia no solo enriquece a nuestra comunidad, Colegio Alemán, sino que también buscamos dejar un legado en estos estudiantes que nos visitan y poder permitirles conocer nuestra cultura y nuestra forma de ser. Hallo, ich komme aus Köln, bin 16 Jahre alt, heiße Aaron und jetzt gibt es einige Erfahrungen von anderen Austauschschülern aus Deutschland, die auch diesen Schüleraustausch gemacht haben. Viel Spaß! Und zwar hieß das Pavillon. Ja, dann sind wir reingegangen und da war erstmal ein Restaurant und ein Laden und da hatten wir erstmal ein bisschen Freizeit und konnten da eben viele Sachen kaufen. Da wurden auch nur typisch chilenische Sachen verkauft. Danach sind wir eine Führerin hat uns gezeigt, Geschichte wie Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, standen solche Poster da. Und es gab auch so ein interaktives Mitmachspiel, wo wir dann so, uns bewegen mussten und so, damit eben das Spiel funktioniert. Und es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr schön. Es macht immer wieder Spaß, in die Schule zu gehen. Auch wenn der Unterricht ein bisschen anders ist als in Deutschland, ist es trotzdem super. Die Lehrer haben einen schön aufgenommen, die Schüler haben einen schön aufgenommen. Auch in der Schule, wie gesagt, wurde man sehr nett aufgenommen. Wir waren auch zum Beispiel in der Grundschule und haben dort den kleinen Kindern etwas vorgelesen. Die Schule hier hat mir auch sehr gut gefallen, weil auch in der Klasse, es ist super nett, man ist nie alleine, weil wenn man irgendwo einmal alleine steht oder nicht weiß wohin, es kommt immer irgendjemand und spricht einen sogar an, ohne dass man auf andere zugehen muss. Abschließend möchte ich stellvertretend für alle noch ganz, ganz dolle Danke sagen. An die, die uns das ermöglicht haben, an die Gastfamilien, aber auch ganz persönlich an meine Eltern.
Und ich kann euch nur empfehlen, auch so einen Austausch zu machen. Das ist eine Erfahrung fürs Leben, eine andere Kultur sehen zu können, fast 13.000 Kilometer von zu Hause weg. Also, ciao! Estamos muy felices de que en diciembre un grupo de aproximadamente 50 estudiantes de segundo medio tendrá esta oportunidad y puedan vivir esta experiencia en Alemania. Esto sin duda va a contribuir a su crecimiento personal y académico, desarrollando la mentalidad internacional de acuerdo a nuestro proyecto educativo. Wenn ihr euch jetzt dachtet, ich möchte auch so einen Austausch machen, ich hätte da voll Bock zu, könnt ihr euch an die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung wenden. Das ist die Koordinatorin, die die Austausche organisiert an der Schule in Chile. Und da kann man für relativ wenig Geld dann so einen Austausch, wie ich ihn gemacht habe, machen. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, weil das wirklich eine Erfahrung fürs Leben ist. Wenn ihr da Lust habt oder auch mal einfach nur ein paar Infos dazu haben wollt, schreibt auf jeden Fall mal an die E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Kapitel 1. Produktionsphase. In Chile bin ich auch ganz normal zur Schule gegangen. Allerdings sprechen da natürlich alle Spanisch. Also habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen, weil ich erst ein Jahr Spanisch hatte und demnach noch nicht so der Puau in Spanisch war. Also saß ich da so den meisten Tag so am iPad und habe so durchgescrollt, was so abgeht in der Welt. Und dann bin ich auf einen Insta-Post gestoßen von der Bürgerstiftung Köln. Und in diesem Post war ein Filmwettbewerb für dieses Jahr betitelt Köln kurz 2023. Und da bin ich direkt aufmerksam geworden und habe mir gedacht, Filmwettbewerb, das klingt interessant. Also habe ich mir mal durchgelesen, was in der Beschreibung so steht. Und dann bin ich auch mal auf die Webseite gegangen und habe mir auch mal durchgelesen, was da so steht. Und dann habe ich gedacht, wie ärgerlich, dass ich jetzt hier bin. Jetzt würde ich da doch gerne mitmachen und kann es gar nicht. Das habe ich ungefähr eine Minute gedacht, bevor ich dann dachte, scheiß drauf, ich melde mich trotzdem an. Also habe ich eine ganz unverbindliche E-Mail geschrieben an die Veranstalter und mich sozusagen für diesen Wettbewerb angemeldet. Das vorgeschriebene Thema für dieses Jahr sind Freiräume gewesen. Da habe ich natürlich auch erstmal überlegt, was sind Freiräume eigentlich? Aber auf der Webseite von Köln Kurz, also der Bürgerstiftung Köln, standen auch dazu einige hilfreiche Tipps und Definitionen. Die habe ich mir durchgelesen und dann habe ich relativ schnell gedacht, das sind ja alles Sachen, die sehr bedingt sind durch eine funktionierende Gesellschaft. Was aber jetzt, wenn diese Gesellschaft eben nicht funktioniert, wenn gewisse Menschen, Leute aus dieser Gesellschaft ausgegrenzt werden? Und dann habe ich sehr schnell eigentlich festgelegt, dass ich mein Video zum Thema Mobbing machen möchte. Weil ich habe das selber erfahren und ich weiß, es ist wirklich einfach beschissen. Also Leute, lasst das einfach bitte. Es macht gar keinen Sinn, das zu tun. Einfach anderen Leuten das Leben zu zerstören. Also ich weiß nicht, was man davon hat, ganz ehrlich. Aber dazu schaut euch das Video Der Flusslauf nochmal an. Jedenfalls saß ich dann da in der Schule und habe angefangen zu schreiben. Und ich habe geschrieben und geschrieben. Und das ungefähr 2 Stunden am Stück. Und fertig war mein Skript. Nee, also Real Talk. Ich hatte so einen Bewusstseinsstrom. Ich weiß, wie nennt man das? Wortstrom? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe alles in einem Schwung geschrieben. Habe daran auch nichts mehr verändert. Es ist wirklich genau das, was ich in diesen 2 Stunden geschrieben habe. Der Text, der auch im Video gesprochen wird. Und ich habe es einfach aus meinem Herzen, aus meiner Seele rausgeschrieben. Und ich hatte da auch ein paar Freunde, denen habe ich das dann auch mal gezeigt, auch aus Deutschland. Und die waren auch super begeistert und haben gesagt, das ist ein wirklich guter Text. Und das hat mich dann auch mal so ein bisschen bekräftigt, dass ich das jetzt wirklich auch durchziehen sollte. Ich habe natürlich schon überlegt, also 15. September war quasi Abgabefrist. Und ich wusste natürlich schon, das wird ein bisschen knapp alles, ein bisschen stressig, aber ich habe gedacht, kriegen wir hin. Die Umsetzung. Nachdem ich dann quasi den fertigen Text hatte, habe ich natürlich überlegt, wie kann ich daraus jetzt ein gutes Video machen, dass es nicht so ein langweiliges Video wird, wo jemand einfach die ganze Zeit vor der Kamera sitzt und spricht. Und dann habe ich mir schon mal so ein paar Gedanken gemacht
Es wäre auf jeden Fall schon mal von Vorteil, wechselnde Kameraperspektiven zu haben. So wie jetzt, also jetzt so mit der Kamera und dann mit der Kamera und mit der oder mit der. Weil das bringt einfach ein bisschen Abwechslung rein. Dann wäre es schön, wenn man Einblendungen hat. Also das heißt, dass man andere Szenen quasi über die Sprache, über die Stimme legt. Wie zum Beispiel die Szene im Schwimmbad. Mit Freunden schwimmen gehen, ausgeschlossen, völlig verrückt. Oder natürlich die ganzen Wassereinblendungsszenen. Eine weitere Sache, die ich da natürlich bedenken musste, ist, wenn man ein Video zum Thema Mobbing macht, dann fände ich es unverantwortlich, nur ein Video zum Thema Mobbing zu machen, ohne irgendwelche Wege für Leute, die dann wirklich betroffen sind, bereitzustellen. Also habe ich mich hingesetzt und angefangen zu recherchieren, nach Organisationen, nach Webseiten, an die man sich dann direkt wenden kann. Die habe ich dann gefunden, sofort ins Dokument reinkopiert, gespeichert für später für den Schnitt. Aus dem melde ich mich jetzt ganz kurz. Der ein oder andere wird jetzt sagen, es war aber ja nur die Nummer gegen Kummer im Video drin. Das ist richtig, weil ich hatte eine zeitliche Begrenzung von 5 Minuten. Und ich wäre da drüber gekommen, hätte ich die anderen noch reingetan. Wer aber geschaut hat, in der Videobeschreibung, da sind als allererstes 9 Links mit Organisationen, an die man sich wenden kann. Dann sind wir auch schon beim Dreh. Und da habe ich natürlich in Südamerika jetzt nicht so viele Chancen gehabt, da jetzt groß irgendwie was zu drehen. Ich hatte zwar Kamera und so dabei, aber eine halt nur und da wäre das mit den wechselnden Perspektiven nicht so gut möglich gewesen. Was ich aber dort wunderbar drehen konnte, waren natürlich Aufnahmen von der Landschaft. Ich hatte so eine tolle Möglichkeit, da so tolle Landschaftsaufnahmen zu machen, besonders auch von Flüssen, von Wasserfällen, von schönem, klarem Wasser, was natürlich super, super gut zu meinem Videothema gepasst hat. Insofern hat mir das sehr in die Karten gespielt, dass ich gerade da war und ich habe dann immer an jeder Stelle, wo wir waren, ich habe sowieso viel gefilmt, aber dann immer nochmal einen Fokus auf eben Wasseraufnahmen gesetzt, damit ich diese eben später im Schnitt benutzen kann. Und ich denke, es hat sich im Video auf jeden Fall ausgezahlt. Gerade in Chile und ich bin ein bisschen am Film für den Köln Kurz Filmwettbewerb zum Thema Freiräume dieses Jahr und das ist richtig praktisch, weil hier gibt es ganz viele schöne Flüsse und da das hier so eine Art Behind-the-Scenes-Video werden soll, kann ich meine Idee sagen, quasi diese Wasser, das fließt so frei, das wird meine Metapher, die sich durchzieht in dem Video. Ich bin gespannt, wie das wird. Mal sehen. Ich habe quasi das Skript und so hier fertig geschrieben. Das werde ich euch einmal vorlesen, einblenden. Ja, aber das fertige Video solltet ihr ja eh schon gesehen haben. Mal sehen, welche Position ich bin. Wie kleine dünne Bäche der Sonne entgegensetzen und versuchen, das System am Leben zu halten. Ist egal. No hay problema. Das passiert, wenn man die ganze Zeit nur aufs Handy guckt. So wie der Strom strömt, so wie seine Umgebung einen freien Fluss ermöglicht. Aber Schwimmen verboten. Leute, ich habe extra die Kamera dabei, aber ich würde die ungern rausholen, weil es einfach komplett nass ist hier. Man steht ein bisschen im Wasser voll und dieser Pool. Es ist mega cool. Circa eine Woche bevor ich quasi nach Deutschland zurückgeflogen bin, habe ich schon angefangen, alles zu planen, zu organisieren, Kameras herzuholen, einen Kumpel herzuholen, der mir ein bisschen hilft. Und dann war es Real Talk so, dass ich zurückgekommen bin und direkt den Tag, nachdem ich zurückgekommen bin, war der Dreh. Und dann morgen direkt früh aufstehen, weil wir morgen für den Filmwettbewerb, also für Köln Kurz, den Film, den ersten Teil drehen. Muss ich auch im Keller noch alles vorbereiten. Ja, also ab jetzt wird's wieder bam, 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 bam.
mit Termin. Ich habe es mir selber ausgesucht, ne? Wir haben 3:45 Freitag, 3:45. Und ich gehe jetzt gleich schlafen. Morgen, oder besser gesagt heute, um 9 Uhr aufstehen. Und dann den Videodreh. Und morgen, also heute wird ein anstrengender Tag. Mal sehen, irgendwann kommt vielleicht so ein Knockout-Part. Das werdet ihr dann sehen. Ich gehe jetzt jedenfalls schlafen. In weniger als 5 Stunden klingelt der Wecker schon wieder. Hi, wir haben 16 Uhr jetzt am Samstag. Eigentlich war ja der Plan, heute um 9 Uhr aufzustehen, aber ich habe einfach bis 11 Uhr, also bis 11 Uhr irgendwas geschlafen und konnte die Kamera, die ich abholen wollte, auch nicht abholen, weil ich weiß nicht, mein Wecker hat vermutlich geklingelt, ich habe es einfach nicht gehört. Das erste Mal, dass mir das passiert ist. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch in dem letzten Clip gesagt, ich hatte so wenig geschlafen, deswegen musste ich einfach so schlafen, keine Ahnung, sonst wäre ich halt wahrscheinlich jetzt voll tot. Das war ganz gut. Und jetzt haben wir schon alles fertig gedreht für das Videoprojekt. Und das wird dann geschnitten. Und jetzt haben wir 16 Uhr und ich mache mir jetzt Mittagessen. Das heißt, ich hatte noch voll den Jetlag, weil ich aus 6 Stunden Zeitverschiebung zurück nach Deutschland kam. Hatte überhaupt keinen Schlaf. Eigentlich wollten wir uns auch um 10 Uhr schon treffen. Ich habe dann einfach irgendwie verschlafen. Das erste Mal, dass ich so einfach wirklich den Wecker einfach überschlafen habe. Aber ich war einfach so fertig. Dann haben wir erst später gedreht, aber es hat alles noch funktioniert. Und ja, ihr seht ja die Aufnahmen eingeblendet. Wir hatten da wirklich relativ professionelles Setup aufgebaut. Belichtung, mehrere Kameras, Ton. Und dann eigentlich in 2 Takes, also wir haben das Ganze 2-mal aufgenommen, haben wir dann den Dreh schon quasi abgeschlossen. Also das hat auch wirklich super gut, super schnell funktioniert. Da auch nochmal danke an meinen Kumpel, der nicht genannt werden möchte. Aber wirklich vielen, vielen Dank. Nachdem das dann quasi abgedreht wurde, habe ich natürlich schon mal parallel angefangen, das zu schneiden, diese Stimmaufnahmen alles übereinander zu legen, zu synchronisieren, das, was wir nicht wollten, rauszucutten. Und was aber auch parallel stattgefunden hat, ein super wichtiger Teil, der oft unterschätzt wird, ist das Produzieren von B-Roll-Material. Also dem Material, was später über das Video dann drüber gelegt wird. Da hatte ich natürlich schon mal die ganzen Wasseraufnahmen. Was jetzt noch gefehlt hat, war zum Beispiel eine Aufnahme vom Essen gehen, vom Restaurant mit ein paar Kumpels, die Schatten, die düsteren Leute, die sozusagen laufen. Und natürlich auch die Sachen dann zu kombinieren, wo kommt was hin und das Ganze so ein bisschen zu arrangieren, sozusagen auf einer filmischen Ebene. Arrangieren ist ein guter Stichpunkt und zwar hatte ich diese Serie eigentlich als 2-Teiler geplant. Jetzt haben wir aber so viel gefilmt, dass es ein 3-Teiler wird. 1, 2, 3. Deswegen habe ich für dieses Video kein Outro gedreht und da ich jetzt die Kameras und so nicht mehr hier habe, kann ich das jetzt auch nur noch kurz so mit dem Handy nachtragen. Wenn ihr wissen wollt, wie Liliana Kakwa in mein Video gekommen ist, wie ich es geschafft habe, doch noch den Publikumspreis zu gewinnen und wie auch die Filmgala war, diese kommt dann jetzt am 24.12. um 15 Uhr, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Nächste Woche Samstag geht es hier um 18 Uhr weiter mit dem 2. Teil der Behind-the-Scenes-Serie. Schaut gerne auf meinem Insta noch vorbei, da werden dann die Videos auch nochmal angekündigt, damit ihr das auch ja nicht vergesst. Und das Wichtigste, bleibt gesund, bleibt immer nett und fair. Wir sind alle gleich, niemand ist besser als die anderen. Und damit wünsche ich euch eine gute neue Woche und ich sage bis dann. Ja.